So, weiter geht's mit Pokémon und Schild. Ja, da war ein Geräusch. Was ist denn das gewesen? Schauen wir mal. Oh nein, das Tor ist offen. Das Volley ist spurlos verschwunden. Ja genau, das Volley, was ja da dieses Tor versucht hat einzurennen. Ob das so gut ist, das ist, glaube ich, dahingestellt. So. Ja, wir rennen da hinterher. Wir retten das Pokémon ganz einfach. Auf, auf. So, wir müssen jetzt erstmal da durch. Ja, viel Pokémon. Wir stehen noch nicht wirklich auf eigenen Füßen. Sind wir noch viel, jetzt gerade ein bisschen kennenlernen. So, der Schlummerwald. Das ist die nächste Station. Die nächste Station. Wolli, hallo? Bist, wo ist es hin? Uiuiui, so nebelig, ne? Also, man sieht nicht viel. So, auf geht's. Haben wir mal Pokébälle schon? Warte mal. Mach ich Pokébälle schon? Aber hier irgendwie muss ein Team ein bisschen aufbauen können. Ne, haben wir ja nicht. Das heißt, wir können nur trainieren. Das machen wir sowieso noch in einer etwas speziellen Art und Weise, aber wie gesagt. Gleich auch dann so ein bisschen. So, also unser erstes neues Pokémon in den Starter ist das auch ebenfalls normale Pokémon Raffel. Ein Eichhörnchen. Wie gesagt, jetzt ein bisschen. Jeden Level können wir natürlich gebrauchen, gerade was jetzt hier am Anfang. Aber wie gesagt, wir werden uns dann irgendwann nach und nach hochleveln. Ich hoffe, dass ich mein Team relativ schnell fertig habe. Aber ich kann es halt nicht, dass man wirklich Boogie weiß. Wir können natürlich auch gerne Vorschläge machen, welche Pokémon ich jetzt ziehen soll. So ein paar habe ich mir jetzt überlegt, mal auszuprobieren, die ich noch nicht gespielt habe. Auch im Privaten noch nicht gespielt habe. Auch durch unsere Wale. Oh, das ist nett, dass du mein Pokémon wieder heilst. Das ist gut. Ein Micro, ein normal Flug-Pokémon wird, glaube ich, am Ende ein Stahl-Pokémon. Also falls ihr noch kein solides Flug-Pokémon braucht, dann fangt euch dieses Pokémon auf jeden Fall. Wir werden es nicht tun. Wir brauchen alles. Wir werden es ein anderes Flug-Pokémon im Team ziehen. Deswegen, jetzt nehmt das Team, es ist wirklich sehr stark. Oder wird sehr stark. Talentform, dieser Stall muss ich versucht sein. Wie auch in der Vorgängerversion in Pokémon Let's Go Pikachu. Auch wenn man hier Pokémon fängt, kriegt man natürlich Erfahrungspunkte. Oh, was war das? Was hab ich gehört? War das ein Pokémon-Ruf? Bisschen schaurig. Die Musik hat sich auch geändert im Hintergrund. Also, wir nehmen uns das Training hier mit am Anfang. Immer mal gebrauchen, definitiv. So. Ich versuche so ungefähr um Viertelstunde, 20 Minuten, das sollte durchaus eine realistische Folgenlänge dann sein. Ich will hier noch kein Limit setzen, wie lange ich diese Let's Play ziehe. Beidung, ich habe mir Sorgen um Wolli. Ja, aber ich auch so langsam. Wieso? Ich auch, liebe Leute. Boah, der Nebel, der ist so dicht. Man sieht eigentlich gar nicht. Oh, dieser Nebel gefällt mir gar nicht. Nein, mir auch nicht. Man könnte fast meinen, der Wald würde es hier raus ekeln. Die Angst scheint ihm ein bisschen ins Gesicht geschrieben zu sein. Was zur Hölle ist das? Auch das fragt er sich. Ein Wild. Ja, was ist zur Hölle ist das? Drei Fragezeichen. Natürlich gar nicht bekannt, dieses Pokémon. Auch der Level uns ist unbekannt. Was machen wir denn? Versuchen wir mal anzugreifen.
geht einfach nur durch, durch ist hindurch. Was zur Hölle? Der Decker war völlig wirkungslos. Was ist mit Heuler? Ich wollte meinen Wurf ein bisschen sinken. Das scheint wohl keinerlei Wirkung zu zeigen. Und es verdichtet den Nebel. Ja, bei mir ist noch alles in Ordnung, ich sehe auch nichts. Komm, wir greifen jetzt mit Glut an. Vielleicht klappt's ja. Ach, Glut, durch ist durch. Das heißt, wir haben gar keine Wirkung jetzt gerade. Und jetzt macht es den Nebel komplett dicht. Wir sind damit komplett raus. Ich sehe überhaupt nichts. Ja, ich sehe auch nicht. Was zur Hölle ist das oder war das? War das so eine Einbildung? War das was Echtes? Ich weiß es halt nicht, ne? Man weiß es halt nicht. Aber ich denke, wir werden es erfahren. Hopp, Kev? Hä? Was? Wo? Wer? Delion. Der kommt jetzt gerade aus der Retten. Wie hast du uns gefunden? Ich meine, du verlässt dich doch sonst bei jeder Gelegenheit. Das ist nicht witzig. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gefunden habe. Es wird ewig nicht aufgetaucht. Da musste ich euch einfach suchen gehen. Ich habe wahnsinnige Sorgen gemacht. Fettmann, was ist eigentlich mit Wolli? Es hat sich bald verlaufen. Ich wollte es retten. Jetzt wäre sie überhaupt hier. Da ist es. Vor allen Dingen in Sicherheit. Dem geht's gut, wie ihr seht. Aber als ich hier ankam, war dir alle bewusst, dass das Ganze eine Rettungsaktion war. Wisst ihr, dass ihr nicht in den Wald dürft? Einfach lose stürmen und ihm Bescheid zu sagen, war verantwortungslos und gefährlich. Aber gleichzeitig habt ihr auch eine Menge Mut bewiesen. Das muss ich euch lassen. Ja, alles gut, ging nochmal gut aus. Dieser wahnsinnige Nebel war ja noch harmlos. Aber der Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon hätte auch anders aussehen können. Ja, ey, gut, alles gut. Moment, welches abgefahrene Pokémon? Das hättest du mal sehen sollen, Nebel. Das hat ja unglaubliche Ausschreitung. Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung. Es war, als würde es einfach durch alles durchgehen. Die Attacken sind in die durchgegangen. Ja, schon mal, weil es uns tatsächlich ein gutes Pokémon geben. Gut zu erfahren. Habt ihr das wirklich gesehen oder war das eine Illusion? Ja, weiß ich ja nicht, ne? Das ist, ob es eine Einbildung war oder ob es wahr war. Man weiß es nicht. Vielleicht hat uns einfach auch durch diesen Nebel, unsere Gedanken einfach alles so einen Streich gespielt, ne? Ich hoffe, dieses Erlebnis hat euch den Wunsch geweckt, stärker zu werden. Verschafft es dann eines Tages, das Geheimnis des Waldes zu lüften. Aber jetzt sollten wir erstmal wieder umkehren. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr hier sicher wieder rauskommt. Ach, Delius hat zwar eine kleine Stammbauke gehalten, das war mir dieses Abenteuer absolut wert. Ja, genau, Ärger mit seinem Bruder zu bekommen, das ist immer wert. Naja, es wird ein weiteres spannendes Kapitel in der Legende von Hopp. So. Bevor wir nach Bestbury gehen, solltest du aber noch deine Mutter Bescheid sagen. Ich hoffe, dass du noch Ärger bekommst. Ich bin Pokémon-Talk gerade dicke. Ja, natürlich. Wir müssen immer irgendwie unserer Mutter Bescheid geben, dass wir hier ein Abenteuer erleben. Wo war das jetzt? Genau, hier geht's los. Genau, einfach meine Mutter Bescheid sagen gerade, dass wir mal jetzt ein bisschen ein paar Jährchen wechseln oder ein paar Tage wechseln. Oh, einmal. Fuck, so. Was pennt. So, da ist er. Hopp. Oh, das ist ein süßes Hallo. Von der Bestbury, um euch ein Pokédex zu besorgen, nicht wahr? Die Leute hat mir schon davon erzählt. Hier, ein kleines Hauschgift für meinen großen Sohn. Kannst du davon ein Pokémon oder ein paar Tränke und was du sonst noch so brauchst? Ich kümmere dich gut um dein Hopplo. Vergiss nie, wie sehr sich für dich anstrengt. Verlange ihm nicht zu viel ab. Gut, Hopplo, pass mir gut auf meinen Kämpfen, ja? Klar. Du weißt ja, wenn irgendwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen. Gut, dann dürfen wir jetzt tatsächlich unser Abenteuer beginnen. Wir haben schon ein paar Minuten durch. Ja, kriegen wir noch hin. Kriegen wir noch ein bisschen mal. Ich denke, wir müssen ein Pokédex bekommen, dass wir da irgendwie einen Cut setzen dann. So. Und wir gehen jetzt wieder über Route 1, da wo wir ja schon mal am Anfang waren. Okay, es geht los. Das ist der erste Schritt, aber Weg zum Titel Champs. Ich werde ein bisschen im hohen Gras ein bisschen mit meinem Chimpap trainieren. So. Naja, Katzen. Wir treffen uns am alten Pokémon-Labor, ja? Das ist das Gebäude mit dem violetten Dach und dem rot-weißen Ball vorne drauf. Ja, kaum zu übersehen.
So, okay, wir trainieren, wie gesagt, dadurch, also es blieb, da ist tatsächlich gar nichts anderes übrig, als hier durchzugehen, weil da ist alles belegt. Hier gibt es ja Raffel und ich muss mal gucken, ich kann euch sofort sagen, weil ich gehe mal das Spiel mit dem Spielberater bin, deswegen werde ich gerade hier so ein bisschen. So. Erste Schritte, Weg durch Gala. Okay, warte mal. So, also ich sage euch sofort Bescheid, was für Pokémon es hier auf dieser Route 1 gibt. Jetzt stehe ich gerade hier so ein bisschen durch die Gegend. Schwimmwald, okay. Also, hier gibt es Mikroraffel, Kleptifuchs und Wolli. Und im hohen Gras, also im hohen Gras versteckt. Da, wenn man nicht so im Gras geht, um diese Ausrufezeichen kommt. Zerzekt, Raupi, Mabula, Rotot und Raffel. So, also keins davon wird unser Teammitglied sein. Definitiv, ich nutze aber jetzt die Möglichkeit, ein bisschen zu lieben, da weil ich dieses Ausrufezeichen von Frau gekauft habe. Das sind diese versteckten Pokémon. Also, wir lange mit unserem alleine spielen. Ja, es dauert halt lange, bis wir unsere Teammitglieder bekommen. Jetzt, klar. Mit 2-3 weiß ich schon. Alles noch ganz alleine. Wir trainieren uns ein bisschen mit dem Mikro. Ich will mal denken, dass wir übergangsweise noch welche bekommen. So, und da ist Mikro down. Und wir kriegen immerhin 17 Erfahrungspunkte, um ein bisschen zu leveln. Weil gerade was. Was Richtung Arena und so alles. Und dann müssen wir ein bisschen leveln. Also, wir machen also auf jeden Fall so Step-by-Step auf jeden Fall. Ich erkläre euch dann, wie man hier eigentlich relativ gut und am effektivsten trainiert, wie ich das zum Beispiel privat gemacht habe. Aber klar, Pokémon ist auch eine andere, relativ schnelle Methode, die hochlevelt. So. Ja, hier sind 6 mittlerweile schon, das ist gut davon, das muss ja sogar dann tatsächlich auch ein Level abgeben. Und es brennt. Das ist ein Angriffswert auf jeden Fall. Wirklichkeit. Also die Verbrennung sitzt dann anders weg. So. Ja, 52 Erfahrungspunkte und Level 8 und Rockzucki für unser Hoplo. So, was haben wir hier? Ja, Mikro, okay. Das ist auch cool, dass zum Beispiel die Stadt so ein bisschen als Hintergrund da angezeigt wird und wir sehen. Also das haben sie auf jeden Fall gut gemacht. So. Ich gehe irgendwann noch drauf ein, warum ich ausgerechnet diese Saison für Let's Play gewählt habe. Kein Zufall. Ein bisschen Pokémon im Team haben. Das wollen wir mal ausprobieren. Das ist eine Sonderform von diesem Pokémon. Also gab es wirklich so für Gala. So, dann haben wir hier noch. Paraheiler, zwei Stück. Und da ist das neueste Pokémon, Zenzekt. Übrigens auch ein Käfer-Psycho-Pokémon am Ende. Seine Endentwicklung. Falls ihr es braucht, ich habe es auch schon ausprobiert, ich habe dann nochmal ausgetauscht. Also, die bringen wir es jetzt auch nicht. So, du bringst mir mal einen 6er Farben von guten Level 2, bringst mir sowieso nicht viel. So, ich habe natürlich noch nicht viel gefangen, das ist natürlich normal. So. Wir können jetzt. Genau, hier geht's jetzt rein. Das ist das Pokémon-Labor. Und da kriegen wir dann gleich unser Pokédex. Hat das ja gefunden? Gut gemacht. Als ich mir erstmal nach Bestwohl musste, habe ich mich erstmal gründlich verlaufen. Na klar, der hat schlechte Orientierung. Nee. Er hat sich so mit der Orientierung. Wenn man Pokémon fix ist, sieht man gleich ein bisschen mehr von der Welt, wa? Ohne Glurak würde ich mich nie und nimmer zurechtfinden. Danke fürs Herumlotsen, Partner. Aber genug gequatscht. Komm, lass es reingehen.
So, da sind wir im Pokémon-Labor. Hm. Wo ist er denn? Wo ist der Professor? Oder der Professor? Wo? Was war hier? Oh, cool. Ein Voldy. Ein Elektro-Pokémon. Auch aus Gala, Generation 8. Und da ist die Professorin. Ja, wir haben diesmal eine Professorin. Normalerweise haben wir ja mal einen Professor. Ging ja los mit Professor Eich und... Ach Gott, ich krieg sie fast alle gar nicht mehr zusammen. Schon sehr lange hin. Ja, vielleicht einfach ein Pokémon zu spielen. Pokémon Rot war, glaube ich, das erste. 95 damals, also schon ein paar Jährchen her, sind 15 Jahre her, also... Ne? 25 Jahre her, Entschuldigung. So, also, Voldy auf jeden Fall... So. Das ist Sanja, die Professorin aus der Gala-Region. So. Gut, wir haben 25 Minuten her. Wenn wir jetzt nicht so einen Pokédex haben, dann mache ich hier Feierabend auf jeden Fall für heute. Ein Rotom. Cool, ein Elektro-Geist-Pokémon. Kann sich ja, wie bekannt, in Elektrogeräte porten. Auch in einen Pokédex. Aber ich glaube, das kennen wir ja schon aus Pokémon Ultrasonne, also Sonne Ultrasonne. Ja, ich bin ein Profi natürlich. Wie gesagt, ich bin seit 25 Jahren Pokémon. Also kennt man sich schon ein bisschen. Kenne ich mich ja schon ein bisschen aus. So, Magnolika hieß die junge Dame. Diese, ihre Großmutter, also. Genau, die wurde Änderung von Route 2. Und wir haben unseren Pokédex und jetzt mache ich Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder und dann schauen wir mal, was uns jetzt in der nächsten Folge erwartet.